Es geht weiter mit Alexitor Jax, kurz bevor wir wahrscheinlich wieder ein Kurator werden. Schauen wir nochmal hier hin. Hier sind Leute, die ich nicht kenne, oder? Und Leute, die anscheinend nichts zu sagen haben. Mir fehlt Schwefel. Also gehen wir in die Mine. Hoffentlich ist es nicht nur eine Zerstöre diese Skorpionsgrille. Okay. Zerstöre diese Anzahl von Monstermissionen. Habe ich am liebsten. Bist du dir sicher, dass wir dahin wollen? Dreh dich um. Er frisst einen Sparta-Kick. Nein, nicht trinken. Verdammt. Okay. Einen Zauber habe ich mir gegönnt. Man hat es gerade gesehen. Nicht so spektakulär. Den Shotgun-Money habe ich mir noch dazu geholt. Ding weg, ja. Nur durchhalten, Falk, nur durchhalten. So kann Checks macht den Rest. Okay, passt. Hallo kleiner Wühler. Mit dir wirst du dich nicht anlegen. Mit mir wirst du dich nicht anlegen. So. Ich meine, mit dir selber wirst du dich vielleicht auch nicht anlegen. Warum spinnst du? Ach, vergiftet. Oh. Da ist noch ein Viech. Das hat uns noch nicht mal Schaden gemacht. Schlag. Nice. Nice. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Er stimmt noch immer. Gut, das brauchen wir. Zu stöhnen, Alter. Sollen sich Kinder doch auch anschauen können. Habt ihr den Dodge gesehen? Verdammt, wie lange bist du vergiftet? Nicht da. Leid für dich. Krokodilklaue. Ach, sie kippt sich schon ein. Wo das bist du, geht's kleines nicht. Ding? Oh, hier vor mir. Mach es weg, Flusskriecher. Okay, kleinen Kram zerstören wir hier. Das ist die Singularität. Krass, One-Shot. Easy One-Shot, das Ding. Ab. Freistoß. Nicht so gut. Nicht so das Wahre. Da hatten wir früher schon letztens fette Fights mit den Raptoren. Und jetzt sind anscheinend Spinnen auch da. Ah! Sky and Easter. Hopp. Dann wird ein Kampf zu. Dann wird ein Kampf zu. Sehr spektakulär. Das stellt man sich cooler vor. Der Raptor verliert. Und wir stauben ab. Verdammt, was ist das für eine Szene hier? Da will ich mich ja gar nicht einmischen. Schaut euch das an. Nehmen wir das die linken Viecher auseinander. Wer auch immer da drüben fightet und stirbt. Außerdem ist ein bisschen stärker geworden. Was soll ich? Ach, hör auf zu dodgen. Stopp! Da dodge ist der Typ. Wir haben einfach gute Dodges. Manchmal haben die Pfeile Autoziel mit dem Mod, wie jetzt gerade, und zwischendurch gehen sie komplett daneben. Da war auch ein bisschen Autoziel und da war extrem Autoziel. Ich hasse die Viecher. Die sind einfach nervig zu bekämpfen. Alles was fliegt. So wie soll ich machen? Da haben wir die Shotgun raus. Ist sehr abgegradet jetzt.
Noch mehr Kleinkrampflicher. Warum wird die Höhle gerade so fett angegriffen? Ja, wichtig ist. Hoffen wir, das Monster, es erwischt mich. Trefft sie nichts mit euren Krallen. Ich habe eine Granate geworfen. Anscheinend haben die Berserker das jetzt. Da waren sie ja früher strenger. Habt ihr diesen Schuss gesehen? Der einer, der sich gebogen hat, direkt vor seinem Gesicht. Oh, hervor, es verwirrt mich. Ja, verdammt, das bin ich. Ja. Die Dodges sind frech. Schaut uns das Ding nur an da. Oh, das hat perfekt abgewartet. Perfekt hat es abgewartet. Darauf noch mal lebt. Ich schätze, Scrappy wird tot sein und wird neu besetzt werden müssen. Weil es ziemlich viele Neubesetzungen überall gibt. Bleibt, dass wir ihn mit Lasse ersetzen. Das ist eine typische Hollywood-Neuersetzung. Hey, schau, die Wachen haben jetzt sogar überlebt. Unglaublich. Hätte ich mir nicht gedacht, dass da wer überlebt. Und auf einmal ist ruhig. Keine Musik, nichts. Der Typ sagt auch nichts. Wer ist denn da gestorben? Nein. Scrappy. Oh, okay, er lebt. Er hat es doch überlebt. Fuck you. Mit dir reden wir später. Zuerst. Es lebt noch was da drin. Ich werde hier warten. Ja, der Typ baut noch ab nebenbei. Da drüben. Okay, ich kann chillen. Oh, Falk wartet doch nicht. Falk bereut's. Ich werde hier warten. Das einzige Mal, wo man Gift braucht. Ich bin hier. Wo ist mein Anti-Gift? Das ist irgendeine Suppe oder irgendein Salat, glaube ich. Das ist denn das Gift. Ich werde hier warten. Mein Fisch lebt hier drinnen noch. Er redet mit dem Ding. Die Mine ist wieder sicher. Ich sollte Red Bescheid geben. Nein. Dachte ich mir, da lebt noch was. Ah, da war ein Arbeiter direkt daneben. Krass. Die chillen da einfach mal in der Mine. Mit ihren Gasmasken, die ich wahrscheinlich schon verkauft habe. Wer hat das gesagt? Ich habe euch den Rücken freigehalten. Jetzt muss ich nur noch raus. Oh. Ich bin hier. Ja. Gut, gut, gut. So, reden wir mit Scrappy. Hey, hey, Scrappy. Ich glaube, wir haben sie alle erwischt. Wunder mich, was das für Viecher waren. Du bist doch bestimmt gerade auf dem Weg zurück ins Fort. Mhm. Kannst mir einen Gefallen tun und Red sagen, dass wir die Viecher hier erledigt haben? Mach ich. Danke. Wusste ich, du bist ein Guter. Alles in Ordnung in der Mine? Wieso fragst? Willst helfen? Kommt drauf an, brauchst du denn Hilfe? Immer.
Wir haben ein paar neue Eisenvorkommen in der Mine gefunden. Wenn du hilfst, sie abzubauen, kaufe ich dir dein Eisen ab. Warum habe ich gefragt? Mach dir auch einen guten Preis. Ach, ich weiß nicht, für was ich Eisen brauche. Für Schmieden oder so. Aber ich behalte es mir. Oh, ich kann die Truhe hacken. Yay! It's Truhe Hacking Time! Das war wohl nichts. Ach, das ist keine leichte Truhe. Das kann es mal nicht sein. Das war wohl nichts. So vielleicht. Ja. Hey, das war gar nicht so schlecht von mir. Ich mir Schulter klopfen. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gute Arbeit. Ich habe nicht so dumm ausgeschaut. Das ist fast schon selten, oder? Oh je. Falk zittert leicht im Hintergrund. Und jetzt? Weitermachen. Weitermachen. Was sonst? Log. Vierte Mission ignorieren wir. Nein. Jetzt. Okay, reden wir mit dir mal. Damit wir beide Optionen haben. Auf was wir machen wollen. Obwohl ich Red nicht mag, mag ich Dexter zwar. Ich mag Dexter auch nicht. Also ist sowieso fast schon egal, ob ich sie verrate oder nicht. Ich mag sowieso beide Parteien nicht. Mein Kopf! Perfekt runtergekleidet. Hey, diese was brauchst du, Mädel? Infektion. Kommt drauf an. Krieger. Ist es also soweit? Dann hätte ich eine Aufgabe für dich. Worum geht's? Bevor ich dir deine Aufgabe mitteile, gibt es ein paar Dinge, die du wissen solltest. Die wären? Als Krieger bist du sehr wertvoll für unsere Sache. Aber ich muss dich warnen. Wenn Red von dir einen Loyalitätsbeweis verlangt, damit du weiter zum Erzberserker aufsteigen darfst, mach es nicht. Du würdest mit ziemlicher Sicherheit unserer Sache schaden und ich denke, Hector könnte sein Vertrauen in uns verlieren. Das gilt genauso andersherum. Red hat viele Spitzel. Wenn du dich uns anschließt, wird er mit Sicherheit Gerüchte davon hören. Es könnte sein, dass Red sein Vertrauen in dich verliert. Alles klar, habe ich verstanden. Gut, dann kommen wir zu deiner Aufgabe. Ich will, dass du die Wachpläne der Stadtwachen klaust. Diebstahl steht hier unter Strafe. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Was denkst du wohl, warum wir hier sind? Ich wollte es nur angemerkt haben. Wenn du es für richtig hältst, was wir hier tun, stehe ich hinter dir. Wegen der Wachpläne. Wo finde ich sie? Das wird nicht ganz einfach. Die Pläne, die wir brauchen, sind in einer verschlossenen Truhe im Wachhaus. Unser größtes Problem ist bereits gelöst. Als Krieger der Berserker kannst du dich dort aufhalten. Allerdings darfst du mit Sicherheit trotzdem nicht an die Truhe. Also musst du sie knacken und die Pläne stehlen, wenn keiner hinsieht. Wie erkenne ich die Truhe? Tja, das ist das nächste Problem. Wir kennen uns im oberen Viertel nicht besonders gut aus. Du wirst sie suchen müssen. Alles, was wir wissen, ist, dass sie sich im Schlafbereich der Stadtwachen befindet. Irgendwas, worauf ich achten muss? Lass dich nicht erwischen. An das hätte ich nie gedacht. Wofür braucht ihr die Wachpläne? Was denkst du denn, wofür man sie braucht? Wir müssen wissen, wann sich welche Wachen an welchem Ort aufhalten. Wenn wir diese Pläne haben, steht uns im wahrsten Sinne des Wortes die Stadt offen. Was sind die Ziele der Krallen? Die Kriege, die um Magallan geführt werden, kennen nur Verlierer. Aber sie werden irgendwann vorbei sein. Und das ist der Moment, in dem wir uns zeigen werden. Ursprünglich wollten wir nur dafür sorgen, dass wir danach gut dastehen. Seitdem haben sich unsere Ziele leicht geändert. In welche Richtung?
Wir versuchen, möglichst viele Schlüsselpositionen zu besetzen. Dadurch wollen wir eine fraktionsübergreifende Gemeinschaft bilden. Eine Gemeinschaft, die zusammenarbeitet und Frieden bringt. Da die Anführer der Städte anscheinend so dumm sind, keinen Krieg zu führen, machen wir es eben selbst. Na so, gute Motive, endlich. Darauf habe ich gewartet. Weil sonst habe ich irgendwie keinen Grund, denen zu helfen, wenn die keine guten Motive haben. Oh, Frieden bringen, yay. So dank, wenn dann was. Komm ich da nicht so rauf? Hm. Da ist Kaya auch da. Oh, der Lehrmeister ist unter mir, deswegen. Okay. Schauen wir mal, was Red zu sagen hat. Wachpläne klauen ist doch ein bisschen fad. Das ist eine letzte Aufgabe. Und ich hoffe, das war jetzt nicht die letzte Aufgabe, die Red mir geben wird. Aber die war auch nicht besonders. Aber die Fraktionenmissionen sind ja ziemlich klein. Ich glaube, im letzten Spiel waren sie ein bisschen länger und hat es mehr zu tun gegeben. Hey, yo, Red. Dein Lieblingsberserker ist zurück. Wir konnten die Kreaturen bei der Eisenmine erledigen. Gut, ich habe nicht weniger von dir erwartet. Jetzt, wo wir diese Kleinigkeit hinter uns haben, kommen wir endlich zu dem, was ich dir eigentlich sagen wollte. Ich gehe mal davon aus, dass du es auf den Rang eines Erzberserkers abgesehen hast. Normalerweise haben wir strenge Tests, denen sich Anwärter für einen solchen Posten unterziehen müssen. Aber ich wäre bereit, beide Augen zuzudrücken, um dich direkt zum Erzberserker zu machen, wenn du mir einen Gefallen tust. Worum geht es? Ich wusste, auf dich kann ich mich verlassen. Also pass auf. Die Sache ist die, wie du weißt, wurde vor einiger Zeit ein Anschlag auf mich verübt. Du selbst hast schließlich Wulf dabei geholfen, die Diebeszelle zu zerschlagen. Ich brauche einen vertrauenswürdigen Mann, der sicherstellt, dass so etwas nie wieder passieren kann. Und wie hast du dir das vorgestellt? Ich weiß aus sicherer Quelle, dass die Diebeszelle nicht alleine gearbeitet hat. Wie du weißt, bin ich gut vernetzt. Fakt ist, ich kenne sogar den Anführer persönlich. Sein Name ist Hector. Ich habe in meiner Zeit als Outlaw selbst mit ihm zusammengearbeitet. Ich weiß, dass Hector noch lebt und ich bin mir sicher, er zieht noch immer die Fäden der Krallen. Wie stehst du zu den Krallen? Sie sind eine lose Bande schmutziger Diebe, mehr nicht. Wer ist Hector? Wie ich bereits sagte, das ist der Typ, der die Diebe in ganz Magalan unter seiner Fuchtel hat. Soweit ich weiß, sitzt er aktuell bei den Outlaws im Krater und lässt es sich gut gehen. Was genau soll ich tun? Um dir das zu beantworten, musst du wissen, wie die Krallen funktionieren. Sie sind in Zellen organisiert und jede dieser Zellen arbeitet eigenständig. Die meisten kennen sich untereinander nicht einmal. Das sind Hectors Regeln, aber ich weiß, dass er sich selbst nicht an diese Regeln hält. Er besitzt ein Buch, in dem er unter anderem die Namen und Orte aller Mitglieder aufbewahrt. Ich will dieses Buch. Nur damit kann ich sicherstellen, dass keiner von ihnen mehr versucht, mir an den Karren zu pissen. Du verstehst? Wo finde ich das Buch? Das wirst du selbst rausfinden müssen. Aber wenn ich raten müsste, hat er es irgendwo sicher weggeschlossen. Vielleicht musst du seine Truhe knacken oder ihm direkt den Schlüssel klauen. Ich weiß es nicht. Oh, also beide Missionen sind glaube was. Ja, ich glaube, ich weiß, was ich tun werde, aber schauen wir jetzt erstmal noch, ob andere Leute was für mich hier haben. Wie Chloe und die Kinder. Ich glaube, die Kinder sollten noch eine Mission für mich haben. Hey, yo, was geht? Ah, nichts? Okay. Warte mal. Ah. Wir haben das Versteck der Outlaws untersucht, das du uns verraten hast. Sie scheinen gewusst zu haben, dass wir kommen. Oh. Auf jeden Fall war dort niemand mehr. Wir wussten ja, dass sie intelligent sind. Und jetzt? Nichts. Wir haben sie vertrieben. Damit müssen wir uns vorerst zufrieden geben.
Ich wollte dich nur auf dem Stand der aktuellen Ermittlung halten. Ich mach da mal weiter. Wir sehen uns. Boah, machst du nur ein gelbes Ding um deinen Hals, nur ein Armband. Vielen Dank. Okay, hab nichts mehr zu sagen. Barfights. Offenweise Barfights anscheinend. Wie startet man einen Barfight? Wir sehen uns. Wenn man den Gerüchten glauben kann, sind sie weggezogen. Ich hab grad Reds Stimme gehört. Da hat noch jemand Reds Stimme. Das ist sein Haus. Und das sind hier drin. Neben Ivan. Im Freundlichen. Jo. Ich verstehe ja, dass sie mit... Nichts. Keine... Nichts. Okay. Ich brauche Schrott auf jeden Fall mal. Nicht ganz Schrott, aber... Ach, fuck. Schwefel meine ich. Schwefel. Schwefel. Gibt es hier keine Mission mehr für mich? Wer bist du? Den kenne ich nicht. Willkommen im Reisenden Schläfer. Wir vermieten unsere Zimmer nur wochenweise. Pro Woche 70 Splitter. Kein Frühstück oder sonstige Gefälligkeiten. Was darf sein? Ich nehme einmal All-Inklusive. Nichts. Ist hier jemand Interessantes da? Darf ich hier rauf? Hey, jo, wer bist du? Der Hausmeister. Das ist ein kleines... Hey. Okay. Na bitte, du hast es kapiert. Okay. Tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Hausmanager. Das wollte ich sagen. Okay, ich brauche Schwefel, Alter. Schwefel? Verdammt, habe ich auch schon viel verkauft. Handgranaten. Die werde ich sicher nie brauchen, aber her damit. Laufen die Geschäfte gut? Was für eine Frage, mein Freund. Die Menschen kommen von nah und fern, nur um bei mir etwas kaufen zu dürfen. Ich habe nur die exklusivsten Waren. Also lass... Okay. Interessant, sehr interessant. Gibt's da niemanden Interessantes mehr? Während meine Map glitscht. Das geht nicht mehr. Du. Hat auch nichts zu sagen. Olaf. Irgendwann werde ich die Kampfmagie lernen. Oh, der kommt mir auch bekannt vor. Attilas, noch was für mich? Wie einen neuen Lehrling suchen? Oder war es das wirklich schon? Und ich muss nur noch Sachen stehlen, was ich in einer Minute sowieso erledigt habe. Das ist nicht Tilas Haus. Laune ist nicht, verstanden? Ah, oh, bisschen stillen. Sogar Red will das. Ha! Ha! Wirklich? Das heißt, eigentlich bin ich jetzt dann schon fast fertig. Gehen wir hier mal überspeichern. Ja. Neues Wort habe ich gerade erfunden. Was sagt die Aufnahme? Wie weit sind wir schon drinnen? 23 Minuten. Ah. Hey, da sind verdammt viele Kisten drin. Moin. Das war wohl nichts. Moin. Zu einfach. Halla, halla, hey. Waka, waka, hey. Wahrscheinlich beim moderaten Schloss ist es wahrscheinlich drinnen. Direkt neben der Tür. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Okay, dann ist es so. Ja. Ja, mit Erfahrung. Sind das für Beutel mit Wertsachen? Gibt es
anscheinend doch in der Mission. Am Wachen werden ausgeraubt. Das war wohl nichts. Oh, verdammt. Nein, so nicht. Das ist wieder das gleiche Schloss. Das ist wieder das gleiche Schloss. Ich habe sogar das gleiche Schloss raufbekommen. Leer, leer. Hacken dürfen wir auch noch. Cool. Cool, 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 cool. Gefällt mir. Ja, ich mag Red noch immer nicht. Was soll ich sagen? Nein, 8. 8 ist größer als 1, 3. Hey. Geht doch. Hey. Das sind sie. Ich sollte die Wachpläne zurück zu Jasma bringen. Hey. Da haben wir noch eine Truhe, die wir hacken. Die schwierigste von allen. Oh ja. Das war wohl nichts. Okay. Die zwei kommen zusammen. Das heißt, hier muss ich irgendwo. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Verdammt. Verdammt. Schalte ich jetzt an einer Truhe. Das war wohl nichts. Ich schalte an einer Truhe. Das war wohl nichts. Aber noch so sein. Nicht zu weit. So. Yes, yes, yes. Okay, okay. Huah. Und seit dort schleiche nicht. Ich rolle nur. Nein, das ist kein Schleichgang. Ich habe nur Rückenprobleme. Okay, der Rest kommt in der nächsten Folge. Dann wird der Verrat geschehen. Ich werde mir wahrscheinlich noch eine neue Rüstung holen dafür. Jo. Peace out.